Bei der Macht von Grayskull, ich habe die Zauberkraft. Willkommen zurück hier auf meinem Channel Castle Nerdskull. Wir machen weiter mit unseren Top 50 Videospielen. Wir haben letztes Mal bei Platz 41 aufgehört und jetzt machen wir mit Platz 40 weiter. Starten wir direkt, ne? Ich fange mal an, wie immer, wie beim letzten Mal. Mein Platz 40, Echtzeitstrategie aus dem Hause Blizzard. Da gibt es ja nur zwei Titel. Ja. Mein Platz 40 ist StarCraft 2. Ja. Will ich nichts gegen sagen. Ja. Also kann man machen, ne? Super Sache. Ich habe mir extra dafür einen PC geholt, weil ich es auch spielen wollte und habe gemerkt, ich komme mit den Shortcuts nicht klar und alle machen mich kaputt. Ich war zu langsam. Hab's aufgehört, aber es lag nicht an mir, nicht am Spiel, sondern es lag an mir. Ja, ich bin kein Multiplayer-Spieler, ich habe die Stories gespielt. Ich finde die Stories geil, die beiden Add-ons haben. Selbst das Warm Legacy und so weit. Ja! Super vor mir. Alles klar, okay. Kann man nichts gegen sagen. Ja, gut. Okay. Cool. So, mein Platz 40. Ich schäme mich fast sagen zu müssen, aber ich bin ein ehrlicher Mensch, ich habe es nicht durchgespielt, weil ich so viele Stunden drin versenkt habe, dass ich einfach satt war. Ich habe die ganze Zeit scheiß Karten gespielt. Ich habe die ganze Zeit Gwent gespielt. Und zwar ist es The Witcher 3. Hammerding. What the fuck? Hammerding. Ich habe aber hauptsächlich Karten gespielt und Nebenquests gemacht. Und ich war so übersättigt und... ich weiß nicht, man beschwert sich immer, wenn Spiele zu kurz sind, aber man kann sich auch beschweren, dass Spiele zu lang sind. Jede Nebenquest war so wichtig, ich musste sie mitnehmen und ich war irgendwann satt, weil dann kamen wieder neue Games raus, auf die du schon lange gewartet hast und dann waren die wichtiger und dann habe ich es nicht mehr angefasst. Aber das ist mein Problem. Fatigue. Mein Problem, nicht das Problem von The Witcher, CD Projekt, Hammer Game, perfektes Ding, probiert's mal aus, Witcher 3. Top Entwickler, Top Studio, ja. Top Spiel. Viel zu weit unten. Ich hab's halt nicht durchgespielt, das ist das Problem. Spoiler ich zu viel, wenn ich sage, ist bei mir gar nicht drin. Oh mein Gott, du bist raus. Ja. Hauptstein, die sind raus. Aber warum? Mein Platz 40 ist PlayStation 1 Ära und zwar ein First-Person-Shooter. Medal of Honor. Disruptor. Nee, weder noch. Exhumed. Oh Gott, da habe ich ganz dunkle Erinnerungen dran. In der NTSC-Region bekannt als Power Slave, das Ding ist unfassbar, einzig und allein wegen der Programmierung. Die haben eine eigene Engine entworfen, weil die zeigen wollten, dass die auf dem Saturn und auf der PlayStation, damals die aktuelle Konsolengeneration, qualitativ ähnliche First-Person-Shooter wie zum PC entwickeln konnten. Damals hatten wir irgendwie Duke Nukem 3D und das erste Quake war draußen und so. Und das Ding hat gerockt. Das war grafisch, technisch unfassbar gut. Das Level-Design, die Story mal außen vor, weil die gibt es einfach nicht. Es war damals keine Story vorhanden in einem First-Person-Shooter, weil es war ein Shooter. Und das Ganze war halt in einem frischen Setting. Du warst im alten Ägypten. Ziemlich coole Sache. Die PlayStation 1-Version unterscheidet sich auch ziemlich im Design und grafisch von der Saturn-Version. Es gibt Verfechter für die eine, Verfechter für die beide. Ich habe zu Hause beide Versionen stehen. Ich finde, beide haben ihre Daseinsberechtigung. Exhumed aus der damaligen Konsolengeneration bei Platz 40. Cool. Mein Platz 39 ist der einzige Rundenstrategietitel in meiner Liste. Und zwar ein Titel, wo ich hunderte von Stunden drin versenkt habe im Final Fantasy VII. Im Hot Seat Rundenstrategie, nicht Rundenrollenspiel. Und zwar am Hot Seat Modus mit dem Bannert. Nicht? Gegeneinander. Heroes of Might and Magic. Heroes of Might and Magic Platz, Teil 3. Teil 3. Okay. Teil 5 ist auch geil. Aber Teil 3 ist einfach, den kann man heute noch spielen. Es gibt ein HD-Remake auf Steam, das ist cool. Aber selbst das alte kann man noch spielen, weil diese charmante 2D-Pixel-Optik ist noch cool. Ja. Es ist perfekt ausbalanciert mit den unterschiedlichen Fraktionen, die man hat. Heroes of Might and Magic 3 haben wir so weggesuchtet. Ist mein Platz. Wo waren wir? 39. Geil. So, mein Platz 39. Die Serie hat auf der PlayStation 1 angefangen. Die zieht sich bis heute. Ist irgendwie alle in meinem Herzen drin, aber mein Herz schlägt hauptsächlich für die neuen Reboots und es geht um die Tomb Raider-Reihe. Ne? Ich muss sagen, die neuen Tomb Raider-Dinger, die sind alle echt knüppelgeil. Viel zu übertrieben, aber keine Ahnung. Ich liebe sie einfach. Ne? Also Tomb Raider, das erste neue, hatte das einen Untertitel oder hieß es einfach nur Tomb Raider? Rise of the Tomb Raider, das war das zweite. Das war das zweite. Tomb Raider. Ja, ich meine auch. Das war tatsächlich in der Auswahlliste und es war kurz davor in die Top 50 zu kommen. Bei mir ist es von den Reboots tatsächlich die Teile, die sind gestern Abend erst rausgeflogen. Ja, bei mir auch relativ kurz davor. Ja, ich muss,
leider nicht so viele Rätsel drin wie in den alten, aber trotzdem irgendwie, da ich halt, ich Spoiler vorweg, bei mir ist Uncharted nicht drin. Deswegen ist es vielleicht mein Uncharted, Tomb Raider, mein Platz 9. Es ist aber auch sehr deckungsgleich. Ja, ist es. Und ich finde, es ist das bessere Uncharted. Mit Titten. Nein! Doch, es ist das bessere Uncharted. Nein! Weil es Titten hat, Patrick. Nein, Uncharted ist besser. Uncharted die Reihe, ist auch nicht in meiner Top 50. Hier angefangen, aber dann aber halt in der Mitte Uncharted so voll abgekackt. Und dann kamen die Reboots und dann... Egal. Weiter geht's, Kinder. Cool. Ja. 39 sind wir schon, ne? Ja. So, und jetzt kommt was Hanebüchenes. Und das ist das, was ich dir angekündigt habe. Ich weiß nicht, ob ich damit durchkomme. Ich habe eine Doppelplatzierung. Ja. Es ist aber keine richtige Doppelplatzierung, weil ich finde, es gehört zusammen. Obwohl es überhaupt nicht zusammengehört. Das ist das Spannende. Wir haben schon so Sachen gehabt von dir, wie die ganze Reihe oder so. Total legitim. Kommt bei uns bestimmt auch noch. Ja. Bei mir auf jeden Fall. Ja. Ja. Das ist nicht auf einer... Er kommt auch raus. Nee, kann ich nicht so einfach. Das ist nicht mal so auf derselben Konsole erschienen. Das ist ja auch nicht schlimm. Die Dinger gehören einfach zusammen, weil die zur selben Konsolengeneration absolute Konkurrenzprodukte waren. Das eine ist ein Sony-exklusiver Titel, das andere ist ein Microsoft-exklusiver Titel. Die Dinger spielen zur Konsolengeneration... Halo und God of War? Nee, Xbox 360 und PlayStation 3. Okay. So, und zwar rede ich hier explizit von jeweils einem Teil der jeweiligen Serie. Und zwar an Platz 39 bei mir sind God of War 3 und Gears of War 2. Okay, wir streiten zwischen den Takes darüber. Ja, ja. Ich weiß, Hardcore, meines Erachtens gehören die zusammen, weil die haben sich bekämpft. Die sind beide Hardcore-Action-Games. Die sind beide Hardcore-Bromance-mäßig unterwegs. So, das ist dieses ultramännliche, das ist ein komplett Brutalität, komplett verschiedenes Setting. Das war quasi die Sicht von zwei verschiedenen großen Firmen auf dieselbe Thematik und zwei verschiedene Interpretationen, die sich im Ring gegenüberstanden. In einem Catfight würde aber Gears of War gewinnen wegen einem Lancer. Hey. Ich weiß es nicht, sonst hätte ich nicht Ketten, Segen, Maschinengewehr. Team Kratos. Kettensägen-Maschinengewehr. Ausklingen. Team aber Lancer, Kratos. Ja, Kettensägen-Maschinengewehr. Allein auf Deutsch das Wort, Kettensägen-Maschinengewehr gewonnen. Ich liebe beide. So Hanebüchen finde ich das tatsächlich jetzt gar nicht. Ich voll. Yes. Ich voll. Aber okay. Ja, das sind Xbox-Menschen. Ja, komm. Platz 38. Ich sage ein Wort. Also nicht aus dem Titel, sondern ein Wort, was irgendwann im Spiel gelaufen ist und du weißt sofort, was es ist. Eiterblasen. Ja! Blood Omen Legacy of Kain PlayStation 1. Jawohl. Blood Omen Legacy of Kain PlayStation 1. Das Zelda für Erwachsene quasi. Es hatte auch diese Top-Down-ISO-Ansicht, wo man durch die Dungeons gelaufen ist. Es war halt einfach nur ultra brutal. Vampir als Hauptcharakter. Und es hatte damals eine fantastische deutsche Synchro, wenn ich an Kain denke. Weil immer wenn man einen neuen, den Schwenker muss ich kurz fahren. Immer wenn man einen neuen Zauberspruch gefunden hat, hat Kain erzählt, was dieser Zauberspruch macht. Und dann hat er wirklich so in so einer bitterbösen Art und Weise, zum Beispiel Eiterblase reißt den Feinden das Fleisch von den Knochen. In so einer richtig bösen Art und Weise hat er erläutert, was dieser Zauberspruch macht. Einfach geil. Und es war der Auftakt dieser Legacy of Kain-Reihe, die hinterher in den späteren Teilen total sich verworren hat, wie ich finde. Blood Omen 2 und was dann alles kam, Defiance, fand ich alles nicht mehr so geil. Das ist schon der zweite Teil der Reihe in deinem Placing hier, ne? Ja, es bleibt aber auch dabei. Krass. Also Blood Omen, der erste Teil, der Ursprungsteil, ist der höchste Teil oder die höchste Platzierung. Und Eiterblase. Okay, mein Platz 38. Ich hole das gar nicht weit aus. Es bezieht sich auf zwei Teile der Reihe. Und zwar geht es um Deus Ex Human Revolution und Mankind Divided. Coole Spiele. Human Revolution war jetzt nicht so... beliebt, ich glaube wegen dem Gameplay oder vielleicht war es zu unzugänglich für manche Menschen, aber weiß nicht, einfach das Futuristische, die Art, wie du dich aufleveln kannst mit deinem Exoskelett und diese ganze cyberpunkige Thematik und einfach geiles Spiel. Die verschiedenen Möglichkeiten. Ja. Der Sneaky Guy, der neue, ne, also der neueste war ja dann Mankind Divided, ist natürlich nochmal ein Stückchen viel geiler als Human Revolution, aber beide Dinger sind super, haben mir gefallen und ja, mein Platz 38 war es, glaube ich. Ja. Deus Ex, Human Revolution und Mankind Divided. Ich frage mich natürlich, kommt da noch ein anderes Deus Ex höher im Ranking? Ich muss ehrlich sagen, ich bin ehrlich, spoiler ich vorweg, nein, weil ich war, glaube ich, zu jung dafür und ich war früher nicht so der Rollenspieltyp und wo der erste Deus Ex rauskam, ich glaube, es war ja der erste und die anderen beiden waren 2 und 3, ne? Ja. War ich noch nicht so... 2 ist das schwarze Schaf, die anderen waren dann so 3 und 4.
Achso, Human Revolution ist der dritte. Quasi. Okay, ja, ich hab, muss ich ehrlich sagen, die ersten beiden sind bei mir nicht drin. Ich habe nur eins gespielt. Ich war wahrscheinlich zu jung. Den ganz alten, ne? Den ganz alten. Oh, ja, gut. Das ja, egal. Ja. Ich will nicht dagegen reden. Ja, ja, auf keinen Fall. Also Spiele. Das nächste Spiel auf meiner Liste schlägt den Bogen zum Spiel aus den letzten 10er Geschichten von dir. Und zwar ist es ein Telltale-Spiel. Hm. Es ist ein anderes Telltale-Spiel. Das heißt, nicht nur höher platziert, sondern auch noch ein anderes. Und ich glaube, ich weiß es. Welches ist es? Meinst du Life is Strange? Nee, es ist The Wolf Among Us. The Wolf Among Us, ja, fand ich auch geil. Meine verschissene Fresse, ist dieses Spiel geil. Fucking Sheriff Bigby ist the most fucking badass character I've ever seen. Und ich habe halt vorher auch schon die Fable Comics geliebt. Es ist halt basierend auf den Fable Comics. Die meines Erachtens ein so unfassbar behindertes Universum abbilden, dass es einfach schon wieder geliebt werden muss. Alle Sagen, Fabel, Märchengestalten aus allen verschiedensten Pantheen und Kulturkreisen zusammengewürfelt als geheime Bewohner von, ist es New York? Ich glaube ja. Ich meine, es ist New York. Und dann halt ein Telltale-Spiel daraus geschnitzt, was halt immer wieder gleich ist. Meines Erachtens großartig. The Wolf Among Us verdient in meiner Liste. Kann ich nichts zu sagen. Walking Dead war knapp besser. Mein Platz 37 ist mal wieder PC aus dem Jahr 2001. Mal wieder ein Titel, wo ich unzählige Stunden reingeballert habe und auch unzählige Stunden mit dem besagten Menschen, der hier schon erwähnt wurde, der Bannert. Der Bannert, jeder an seinem PC. Zusammen haben wir Diablo, das Fürchten gelehrt. Und ich rede von Teil 2. Mit Add-on, das muss damit rein, Lord of Destruction, erst damit ist Diablo 2 das, was es ausmacht. Diablo 1 war schon geil, Diablo 3 finde ich persönlich nicht so geil, liegt an diversen Gründen und Teil 2 ist einfach der Zenit dieser Reihe, der Zenit auch des Action-Rollenspiels, muss ich sagen, der Zenit des noch ein Level, noch ein Loot und so weiter und so fort, bis es dann morgens irgendwie 6 Uhr ist. Diablo 2, Lord of Destruction. Kann ich nichts gegen sagen. Nie gespielt. Oh mein Gott. Ja, tut mir leid. So, wir sind bei Platz 37. Mhm. Mein Platz 37 begonnen wieder auf der PlayStation 1. Gute Konsole. Ich habe da viele gute Erinnerungen dran, weil ich das Spiel viel mit meinem Vater gespielt habe. Das war so ein Spiel, wo mein Vater als im Zimmer kam und gesehen hat, was ich da mache. Wir haben das zusammen durchgespielt. Warte, ich rate. Tony Hawk? Alter, mein Vater als 60-jähriger Skateboard-Fan oder was? Nein, es geht um die Medal of Honor-Reihe. Ach, okay. Okay, also mein Vater, Alter, ich weiß nicht so, das war ja auch wahrscheinlich um die, ich hab Release Date. Wenn ich jetzt schaffe, die Zahl zu zählen, warte, wir sind hier bei... Ach so, du hast drei im Kopf. Wir waren 37, waren wir, ne? Ja, 37. So 37, das heißt, um 99 kam der erste raus von DreamWorks und 99 war ich, glaube ich, 11 oder so. Also ich war theoretisch gesehen viel zu jung, um die 18er-Dinger zu zocken, aber mein Vater hat es nicht so eng gesehen, wir haben es zusammen gespielt und es war mit den ersten Ego-Shootern, die halt dann einen Step weiter gemacht haben als sowas wie Duke Nukem 3D und so. Ne? Die haben neue Spielmechaniken tatsächlich erfunden, zum Beispiel dieses, du hast keinen Healthbar mehr, sondern... Medipacks sein, sondern... Ja, nee, eben nicht. Ja. Du bist irgendwann tot, wenn du nicht in Deckung gehst und deine Energie sich regeneriert. Aber auch bei ersten, die ersten Medal of Honor schon? Ja. Okay. Ich bin, oder? Ich weiß es gar nicht. Aber Fakt ist, Medal of Honor. Ich hab's auch gespielt, war geil. Medal of Honor, geiles Ding. Alle Teile, irgendwann hat es ein bisschen, ging es nach unten mit Rising Sun und so. Aber trotzdem, ich rede jetzt von den ersten ein, zwei hauptsächlich geile Dinger. Medal of Honor, Platz 37? Ja. 37. War es Medal of Honor, kurz ist meine Frage, oder Call of Duty mit der Landung in der Normandie als erstes Level, wo man so oft gestorben ist? Das war Call of Duty 3. Okay, fand ich geil. Ja. Medal of Honor war auch super. Ja. Platz 37, bei mir ein Dreamcast-Spiel? Shenmue. Nein. Okay. Crazy Taxi. Nein. Hier Lulu Dance, tralala. Alter, was habt ihr für ein Problem, Mann? Space Channel 5, nicht Lulu Dance, tralala. Aber das ist es nicht. Es ist ein Vier-Spieler-Multiplayer, es ist ein Brawler. Power Stone. Es ist nicht Power Stone, es ist Power Stone 2. Oh mein Gott, was ein Unterschied. Ja, tatsächlich ist das, weil Power Stone 2 ist up the ante in every way. Du hattest auf einmal ein Waffencraft-System, du hattest krasse Moves, bessere Interactions mit den Stages, du hattest mehr... Kavum in allem. Und das war so ein Ding, wo man mit vier Leuten vom Dreamcast gesessen hat
und man hat sich kaputt gelacht. Man hat dieses Ding als Multiplayer durchgezogen und es war so gut, um zu lachen. Das war eine Lachtherapie pur. Und davon abgesehen, der Urvater von so Geschichten wie zum Beispiel Smash Brothers. Richtig. Ja. Also Power Stone ist da meines Erachtens, belehrt mich bitte in den Kommentaren eines Besseren, wenn ich mich vertue, der Urvater des Genres. Für mich auch immer noch der beste Vertreter dessen. Ich weiß, da hänge ich mich weit aus dem Fenster. Aber Power Stone 2 auf der Dreamcast, dickes Ding. Cool. Mein Platz 36 ist eines der neuesten Spiele hier in meinem Ranking. Ich habe es vorgestern zu 100% abgeschlossen. Es ist der lustige kleine Mann, der hier unser Mikrofon hält. Das ist Spider-Man von Insomniac Games. Ich hätte nicht erwartet, dass das Spiel wirklich es in meine Top 50 schafft. Aber wir haben uns vorher schon mal ein bisschen darüber unterhalten. Es ist das perfekte Spider-Man-Spiel. Ich kann es nicht anders sagen. Ein perfektes Spider-Man-Spiel braucht zwei Sachen. Zum einen muss das Schwingen gut sein und das ist es. Es ist perfekt spielbar. Ich habe ganz selten nur die Schnellreisefunktion genutzt, weil ich einfach Spaß daran hatte, mich durch die Stadt zu schwingen. Und das Kampfsystem muss gut sein. Und jetzt sind wir bei einem Spiel, was du schon genannt hast, Batman. Es adaptiert natürlich diese Batman-Mechanik. Im richtigen Moment blocken und dann gegen 20 Gegner gleichzeitig. Kombiniert das Ganze mit Spider-Mans akrobatischen Klamotten, die er da so macht. Was das Spiel aber schlussendlich in meine Top 50 gepackt hat, ist das Ende. Dieses Ende, hast du es durchgespielt? Bitte nicht spoilern. Nein, ich spoiler nicht, um Gottes Willen. Aber das Ende, ich hätte nicht erwartet, dass in einem verfickten Superhelden-Spider-Man-Spiel mich das Ende so emotional wegpfeffert, dass ich sitze und sage, what the fuck, das haben die jetzt nicht ernsthaft gemacht. Und so war es aber und das war im Prinzip das, was das Spiel hier neben der perfekten Spielbarkeit aus meiner Sicht in dieses Ranking katapultiert hat, die Story, das Ende, Hammer. Es fehlt nur eine Sache, die das Spiel perfekt macht. Elijah Wood. Elijah Wood? War doch der erste Spider-Man, oder? Nein, Tobey Maguire. Das war dasselbe, Mann. Tobey Maguire, ich bin Spider-Man-Fan, ich kann die auseinanderhalten. Niemand weiß, wer von denen welcher ist. Sind das verschiedene Elijah? Elijah Wood ist Frodo und Tobey Maguire ist Spider-Man. Nein, die sind beide gleich aus, oder? Ja, und jetzt guckt den ersten Sin City, weil sie dann nämlich beide mitspielen. Mind blown! Echt? Ja, der eine kriegt die Menschen Arme und Beine ab. Ja, genau. Und der andere? Die spielen beide mit. Egal, guck. Okay. Der eine ist der mit der Brille, der, ja. Okay. Ja, zum Spiel, ja, stimmt gut, weiß ich nicht. Muss ich noch zocken? Ich habe mir jetzt erst vor kurzem eine PlayStation 4 gekauft, also steht auch in meiner Zockliste. Jetzt kannst du ja bald abgeben und ausleihen. So, wo sind wir? Platz? 36? Oh, 36. Platz 36, ja. Erzähle ich gar nicht so viel zu, damit wir das auch ein bisschen kürzer halten hier. Ich musste es mit reinnehmen, weil ich einfach unzählige Stunden drin versenkt habe. Es geht um Minecraft. Ach du Scheiße. Ich habe eine Zeit gehabt, wo ich mit meinen Freunden super viel Minecraft gezockt habe und wir haben einfach auf meinem Server unendlich krass viel gebaut. Und es hat dann aufgehört, bei mir wurde eingebrochen. Ich habe das Spiel auf Xbox gespielt und da ist es so, dass du die Speicherstände bzw. die Server spielst du auf deiner, du speicherst sie auf der Festplatte. Lokal. Du speicherst sie auf der Festplatte, ja. Und nur du kannst sie dann auch wieder hosten. Und mein Xbox wurde geklaut, das heißt, der Speicherstand ist verschwunden. Du, der Einbrecher wollte dir was Gutes tun. Story dahinter finde ich cooler als das Spiel. Habe ich nie wieder gespielt. Aber nee, ich muss einfach sagen, es hat mit Freunden und ey, hol mal das, wir brauchen noch das und einfach das Zusammenspiel. Minecraft, gutes Spiel, 36, musste mit rein. Ich persönlich muss sagen, reißt an mir ab. Ja, geht. Also auf persönlicher Ebene, ja, als Pädagoge finde ich, ich bin Pädagoge. Auch als Lego-Fan so, und so einfach. Ja, bauen. Das, man kann das, bauen, das ist grandios. Also es gibt ganze Projekte, egal, komm. Platz 36 bei mir halte ich auch kurz, ist nämlich eine Doppelnennung, ist glaube ich die erste in dieser Liste. Ich sage jetzt was schon mal kam von einem von euch, aber auf einem tieferen Platz. Last of Us. Okay. The Last of Us. Bei mir das schafft es nicht höher, bei mir nicht aus dem Grund, dass ich es nicht durchgespielt hätte, sondern aus dem Grund, dass ich es nicht so gut finde wie du. So, also eins, ich muss einfach nochmal die Lanze dafür brechen, also Last of Us an einer der besten Spielanfänge, die ich jemals gezockt habe. Ja, einfach, genau, wow. Und dann sagt es ab. Ich dachte mir nur, wow. Dann sagt es ab, Alter, was ist mit euch nicht richtig, ey? Nee, pass auf, wir sind immer noch in den Top 50, ja? Ich sag nicht, das sagt ab, dass es sich irgendwie wegspringt, sondern ich sage, es sagt so ab, dass es nicht höher steigen kann in meiner Liste. Storywriting ist gut, aber... Das Einzige, was mich stört an The Last of Us, was ich bis jetzt entdeckt habe, ist einfach, dass Ellie teilweise so ein bisschen doof rumläuft und nicht von den Gegnern gesehen wird. Das stört mich in einer Spannung schon ein bisschen. Ich bin in der Deckung und sie eiert da rum, weil sie nicht weiß, wo sie hin muss. Ja, wie hätte sie das gameplay-technisch anders machen sollen? Ja, das, wenn man sie sieht, hat man euch entdeckt. Fertig aus. Und dann würde man rummeckern, die KI ist so scheiße. Ja, dann hat das, ja, aber dann wäre das halt egal. Anderes Thema. Egal, ja, ganz anderes Thema. The Last of Us kommt nicht höher. Punkt. Mein Platz 35 ist eine Doppelnennung.
Fallout 3. Fallout 3. Fallout 3. Geiles Spiel. Ja, geiles Spiel. Megaton? Nein. Boom? Nein? Always the good guy, the knight in shiny armor. Okay. Ja, komm. Okay. Mein Platz 35. Muss ich auch gar nicht so viel zu sagen, außer, Mann, hatten wir einen Spaß online und Mann, ist das Game lustig und Claptrap. Ja. Die Borderlands-Reihe. Ja, ah, okay. Wow. Alle? Ich raus, ja. Ja, eigentlich schon. Pre-Sequel auch? Ja, ich finde alle geil irgendwie. Okay. Borderlands, super Thematik, super Optik auch, super Humor, geil. Brazilian Weapons. Macht Bock. Geiles Spiel. Ja, ja, ja. Hast du gespielt? Nein, Gaming, Motion Sickness, Mann. Ja, dann gewöhn dir das mal ab. So ja, würde ich gerne. 35 ist bei mir tatsächlich ein Spiel, wo ich ein bisschen mit gehadert habe, das Einzige. GameCube, für mich GameCube, aber auch auf PlayStation 2. Hat mich damals in erster Linie angesprochen wegen dem Setting. Ich komme eher so aus dem Hip-Hop-Bereich. Das war aber schon die Zeit, in der ich aus dem Hip-Hop-Bereich abgewandert bin in den Dancehall- und Reggae-Bereich. Deswegen habe ich gedacht, Gott, ja, ja. Das ist mega gut. Alle finden es mega gut, selbst Leute, die nichts mit Hip-Hop zu tun haben, weil es gibt in wenigen Spielen, der hat gar nichts mit Hip-Hop zu tun, in wenigen Spielen gibt es so heftig aufs Maul. Mit Def Jam? Def Jam. Fight for NY. Jungs, ich muss auch kurz gucken, ist, glaube ich, in meinen Honorable Mentions mit drin. Geil. Eins der besten Games. Es ist bei mir kurz vorher rausgeflogen. Aber es ist ein geiles Spiel. Alter, ist das geil. Allein dieser Finisher. Ich hab mal einen Typen, dass du mit dem Typen Seilchen springst. Du nimmst ihn an den Ball und springst mit dem Seilchen, Alter. Was ist das Problem von denen? Also ganz im Ernst. Wow, ist das geil, Alter. Die Crowd-Moves, die Finisher. Alles. Der Story-Mode. Die Optik damals. Die Optik. Und alle Rapper, mega geil. Vier Spieler. Ja. Also... Punkt. So ein geiles Gameplay. Boah, immer nur L1 und mit Dreieck auf die Rübe, Alter. Bam. Boom. War schon geil. Hammer, ja. Hammer, Hammer, Hammer. Aber danach die Reihe, was danach kam, war scheiße, Alter. Ja, ja. Also, da kam ja gar nichts mehr nach. Das ist das Ding, was man spielen sollte, wenn man Bock hat, aufs Maul zu kriegen oder zu geben. Ja. Dann sind wir schon bei Platz 34, ne? Ja, geht schnell. Ja, Platz 34, der zweite Teil einer Reihe, wo Konami uns verarscht hat mit den Trailern. Konami. Nämlich, man hat die Fans verarscht und man hat gedacht, geil, ich spiele auch in Teil 2. Metal Gear Solid 2. Man spielt auch in Teil 2 schön mit Solid Snake und dann haben sie Raiden. Den blonden Bishojo-Schönling. Der angeblich wegen seiner Jugend Schießpulver im Essen hatte. Ja, guck dir den mal an, ey. Ja, das ist... Das halte ich. Das halte ich Metal Gear Solid 2 bis heute nach. Nichtsdestotrotz, es ist hier in meinem Ranking, weil es ist trotzdem ein geiles Spiel gewesen. Die Grafik damals auf der PlayStation 2, ich weiß es noch, die war überragend. Der Soundtrack war überragend. Die Story, die Bosskämpfe, das war alles überragend. Das die ganze Schnittmuster der Zwischensequenz, das war cineastisch. Hammer. Aber eigentlich muss ich sagen, meiner Meinung nach. Von dem Endbossen her der schwächste Teil der Reihe. Weil wenn ich heute drüber nachdenke, ich kriege nur noch 3 Endbosse, glaube ich, zusammen. Und ich bin... Metal Gear Rex, nein. Ja, ja, gut, aber ist für mich ich weiß nur noch Vamp und die Olle auf dem Tanker. Ich weiß aber sonst, wer war noch? Metal Gear 1 kann ich alle nennen. Ja, und von den anderen auch, aber Metal Gear Solid 2, was war da für Endgegner? Ich weiß nur noch Vamp, der übers Wasser gerannt ist. Fortune, die, wo die Kugeln abprallen. Diesen Typ, der die Bomben gelegt hat. Ich weiß gar nicht, wie der hieß. Irgendeiner war mit Blitzen auch so wie. Der war relativ am Anfang mit den auf den Schienen, auf den Skateboardern, ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Ja, genau, der hatte Inliner an, ne? Der hatte Inliner an. Ja, Metal Gear Solid 2! Woo! Geiles Spiel. Ja. Alles klar. So, Platz, welcher war es? 34. Klar, mein Platz 34, fasse ich auch recht kurz. Die ganzen E3-Trailer haben uns ordentlich getäuscht und die Beta hat uns dann wachgerüttelt. Sind wir schon wieder bei Star Wars? Nein. Aber es ist eine Beta. Spielt in Betas. Bald kommt auch der zweite Teil raus und ich habe ein bisschen mehr Hoffnung und es geht um The Division. The Division Endside-Shooter. Oh, ja. Division Endside-Shooter, Co-op. Es ist eine Seuche ausgebrochen, fast alle Menschen sind tot. Banden versuchen noch irgendwas letzte übrig gebliebene, was halt übrig bleibt, zu plündern und ihr seid halt so ein Squad, der halt versucht, ein bisschen so die Recht und Ordnung wiederherzustellen und ich weiß nicht, das Feeling ist einfach geil. So New York komplett, oder war es überhaupt New York oder irgendeine amerikanische Großstadt. Es liegt Schnee, es leben kaum noch Menschen und das Zusammenspiel mit seinen Kumpels, Co-op. The Division hat viel falsch gemacht, hat aber auch genauso viel richtig gemacht, dass wir auch gefühlt 100 Stunden darin versenkt haben. Und ja, The Division, mein Platz 34. Ubi-Grafik-Fake.
Ja, ey, in den Trailern, ich weiß noch, die E3-Trailer, der ist in Deckung gegangen an einem Auto und die Kugeln sind durch die Scheiben und du hast jedes Einschussloch an den Scheiben gesehen, dachtest du, was ist das für eine Grafik? Bei mir ist das Ding, ich bin halt nicht nur Konsolenspieler, sondern auch PC-Spieler. So, und die PC-Community hat irgendwann gedacht, wenn das für die Konsolen abspeckst, ist ja gut. Aber die haben es ja für überall abgespeckt und das machen die bei jedem Spiel. Watch Dogs, Division, Far Cry Teil. Also es geht immer irgendwie diese Grafik-Downgrades und das ist Fake Advertisement, also ja, das ist Irreführung. Trotzdem. Kennt man das nur von Frauen und Make-up, aber da richtig, ist es. Halt richtig, ja, das ist dasselbe Prinzip. Ja, schade drum. Nie gespielt. Ich 33. Was? 33? Ja, 33? Ja. 33. Also, nee, 34. Ich bin dran. Ja, ich wollte gerade sagen, sorry, ich hätte dich fast. Ach, stimmt, 34. Entschuldigung. Ja. Naja, ich. Brecher. Brecher. Jetzt kommt ein Brecher. Skyrim. Jetzt kommt ein Brecher. Oh. Super Nintendo. Secret of Mana. Nee. Illusion of Time. Nee, Jump'n'Run. Mario World. Donkey Kong Country. Richtig. Donkey Kong Country. Eines der besten Jump'n'Runs, die jemals auf dieser Erde programmiert wurden. Ich weiß nicht, wie es im Rest des Universums aussieht. Na doch, dann. Ja, doch, kann man stehen lassen. Fordernd und gerade in seinem Entwicklungszyklus und zu seiner Release-Zeit. Grafik. Vollkommen Grafik, bahnbrechend. Ja. Die Grafik war so krass und die Werbeführung war so gut gemacht, dass das ein absoluter System-Seller war und das gegen Ende des Lebenszykluses vom Super Nintendo. 32-Bit stand vor der Tür, Sega hat schon mit dem 32X und mit dem Mega-CD nachgelegt, Saturn und PlayStation waren fast da, 3DO, blablub. Und Super Nintendo bringt Donkey Kong Country raus und die Leute rennen zurück zum Super Nintendo wegen dieses Spiels. Ja, bombastisch, ultraschweres Brett. Ich bin immer noch dabei, es durchzuspielen. Irgendwann werde ich es schaffen. Donkey Kong Country. Jetzt sind wir aber bei 33. Jetzt kommt die 33. Ein JRPG. Ein neueres JRPG von 2013. Das Studio Ghibli, wer das kennt, war mit involviert. Und das ist Ni no Kuni, der Fluch der Weißen Königin. Ist der Untertitel, glaube ich. Ja. Ein tolles Spiel, super niedlich. Ich vergleiche es mit einem Märchen. Also es ist wirklich ein spielbar gewordener Ghibli-Film. Von der Aufmachung her, von der orchestralen Musik her, von der Geschichte her, die da erzählt wird. Super familientauglich, super schön, super märchenhaft zum drin versinken. Was es für mich eine höhere Platzierung so ein bisschen verhindert hat, ist einfach das Gameplay, weil das wirklich schon sehr, sehr standardmäßig ist. Und jetzt nicht so die überragenden Momente hat. Es ist wirklich Story, Aufmachung und allem drum und dran. Es ist super solide. Von der Mechanik super solide, von dem das Drumherum ist es halt einfach was Ni no Kuni für mich. Das spiele ich, glaube ich, lieber E.T. für Atari. Ist wie eben das seine. Alter Schwede. Komm. Es ist super Sorry, ja, ist mir zu Japano. Ja, du bist gerade echt... Komm, okay. Das ist Ghibli. Ja. Mein Platz 33, hatte ich auch recht kurz. Die Dame schmückt auch meinen Unterarm als Tattoo. Und zwar geht es um... Sims. Super lustig. Nein, okay. Es geht um 4-1 und vielleicht auch noch ein bisschen 4-2. Straßenbande. Nein, nicht die Zahl 4, sondern die Angst. F-E-A-R. 4? Es geht um Alma? Alma. Es geht um Alma. Hast du Alma tätowiert? Alma. Ach. Und damals die Atmosphäre. Du läufst da rum mit deiner Waffe und du siehst auch immer dieses kleine Mädchen und überall Blut und wow. Also 4. Ich kann heute gar nicht mehr so viel über die Story sagen, aber mein Gott, hat das Game Jumpscares krass gemacht. Ich habe mich so oft in die Hose geschissen. Das muss ja einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben, wenn du die Story noch so gut kennst. Ey, ich meine, das ist, weißt du, wenn ich es gezockt habe vor 15 Jahren oder so. Ne? Also, okay. Also, ich muss sagen, wenn du 4-2 rausnimmst, dann bin ich 1 bekommen. Und 2 habe ich ja gesagt, aber der dritte war Schrott. Den dritten, den habe ich nach 5 Minuten ausgemacht. Ja. So, aber 2, auch wenn du 2 jetzt rausnimmst, dann gehe ich d'accord. 1 ist gut, 2 ist auch schon drüber. Ja, 4-2 hat halt geile Szenen mit allem in dem Aufzug, mit dem Blut und allem und ja, aber es geht hauptsächlich um 4-1, Tatsache. Dann, hey, cool. Hey, 4, ja, schön, cool. Okay, du. 33, ne? 33. Ja, okay, da kommt was, das ist freaky, dass das da reingerutscht ist. Ich habe es gespielt auf der PlayStation 1, was definitiv nicht das System ist, auf dem ihr es spielen solltet, wenn ihr es spielt. Ich glaube, heute spielt es keiner mehr. Spielt es auf dem PC mit seinen 800, ja bitte?
Command & Conquer? Nein. Hm. Aber ja, würde da reinpassen in die Beschreibung bis jetzt. Aber in Command & Conquer hat Mark Hamill nicht mitgespielt. Oh mein Gott, Wing Commander? Ja. Geil. Wing Commander 4. Geil. Geil. Ich habe es mir damals mehr oder weniger durch Zufall, das war dieses, ey, das Cover spricht mich an, ey, ich kenne den Typen. Tiger-Typen drauf. Ja, ja, die Kilrathi. Ja, irgendwie so. Also so geiles Cover, Doppelbox, ey, da muss viel drauf sein. Hey, die haben Motion Picture, irgendwie CGI zwischen Szenen und richtige Schauspieler und Mark Hamill und, ey, ich habe doch mal gehört, Wing Commander 3 war auf dem PC, gut, das waren die Gründe, warum ich es gekauft habe. Mhm. Am Ende saß ich da und hab's verschlungen. Die Story hat mich mega gefesselt. Das Gameplay war super gut. Aber PC ist the version to go. Nichtsdestotrotz, richtig gutes Spiel. Meines Erachtens einer der Space-Shooter, die das Genre bis heute... Der. Ja, ja. Viele sagen drei. Ja, ja. Ich sag vier. Einfach nur, weil vier mein Teil war. Okay. Ja. Wing Commander 4. Ja, berechtigt. Mein Platz 32 ist der zweite Echtzeit-Strategietitel von Blizzard, der bessere, nämlich Warcraft 3, The Frozen Throne. Auch hier nehme ich explizit das Add-on mit rein, weil das macht es für mich, für diese Platzierung, die Geschichte von Arthas, die du da durchspielst, immer noch bis heute. Für mich einer der ikonischsten Charaktere in Gaming, Gaming-Bereich. War ziemlich krass, auch revolutionär, was Warcraft 3 gemacht hat, dass du diesen Helden hattest, den du aufgelevelt hast, also so ein bisschen Rollenspiel in diesem Echtzeitstrategie-Part. Ich freue mich riesig auf diese, auf die neue Version, dieses Reforged, wo sie quasi dasselbe Spiel nochmal mit einer richtig krassen Grafik-Update rausbringen. Nani? Warcraft 3 Reforged wurde letztes Jahr auf der BlizzCon angekündigt. Mein Platz 32. Mein Platz 32, habe ich lange belächelt und habe gesagt, ich spiele die Scheiße nicht, das ist ein Mädchenspiel. Meine Ex hat mich aber dann so... Schon wieder Sims. Das ist ein Running Gag. Oh, meine Ex hat mich dann so damit penetriert, dass es ihr Lieblingsspiel ist. Bis jetzt passt es. Dass ich mir einfach dachte, so, das Game muss krass sein, wenn jemand es sein Lieblingsspiel nennt. Und zwar geht es um Life is Strange. Oh, ich dachte, es ist eine Mädchenstory über pubertäre Mädchen, die Mädchenprobleme haben und zu viel bluten Ding, oder so. Aber im Endeffekt, wow. Also, das ist geil. Ich will nicht zu viel spoilern, aber ich sage, wer den Film Butterfly Effects irgendwie ein bisschen mag, der wird Life is Strange lieben. Das stimmt. Also wow. Ja, ich will auch gar nicht mehr zu sagen, cool. Life is Strange hat eine mega geile Story. Ja. Before the Storm habe ich selber nicht gezockt, aber alle sagen auch, muss man nicht. Da geht es um diesen unbedeutenden Zweitcharakter. Ich habe jetzt mit Life is Strange 2 angefangen. Die erste Episode ist bereits draußen. Fängt direkt richtig geil an. Life is Strange, probiert's aus. Müsst ihr. Ist ein Muss. Ja, ja. Strich, Ausrufezeichen. Ja, ja. Okay, jetzt kommt eine Doppelnennung, die keine richtige Doppelnennung ist. Und zwar hattest du es schon drin. Es ist multisystemmäßig. Es ist Mario Kart. Mm. Ich möchte tatsächlich nur noch die Einschränkung geben. Bei mir ist es nicht jedes x-beliebige Mario Kart, sondern es ist das, the pinnacle, also wirklich die Krone des Mario Karts für mich, Double Dash. Wenn man's nicht sehen kann. Und wenn man dann abwärts geht, ist für mich noch Mario Kart 64 und Super Mario Kart mit drin. Alles, was danach kam, ist für mich raus, nicht aufgrund von Nichtigkeit, Unspielbarkeit oder von spielerischer Minderqualität, sondern es hat mich nicht mehr erreicht, weil ich bin dann aus den Nintendo-Konsolen zeitweise ausgestiegen. So, ich bin jetzt wieder drin als Retro-Sammler, werde ich das höchstwahrscheinlich auch nachholen, aber für mich ist es die Super Nintendo, die N64 und die GameCube-Version von Mario Kart, die ein Konstrukt von Spielen ausmachen, die so viel Spielspaß generieren können im Multiplayer, auf der Couch. Das ist unglaublich. Lustiger Fun-Fact, wusstet ihr, dass auf dem Mario Kart, auf dem Super Nintendo, dass ihr gar nicht Fahrt, sondern dass die Strecke sich bewegt. Ja, das ist der Mode 7-Chip. Ja, genau. Das ist der abgefahren. Alter, das ist ein Grafikeffekt, der ist für heutige Verhältnisse, das ist unglaublich. Wie bei F-Zero. Probiert. Ja, ja, ja. F-Zero. Es gab sogar ein Level in Super Castlevania 4, das Mode 7 genutzt hat, ja, um das Level sich drehen zu lassen. Ja. Natürlich hat das Level sich nicht gedreht. Das war 3D vorgegaukelt. Kurzer Historie-Exkurs. Fertig? Ich bin fertig. Mein Platz 31 ist das älteste Spiel auf dieser meiner Liste, 1994. Es ist der zweite Teil einer Reihe, die ich schon benannt habe. Und es ist Mortal Kombat! Teil 2. Welchen Platz?
Wo sind wir jetzt? 31? 31. Du kotzt mich an mit jeder Faser. Ja, ich weiß. Da muss ich zwei, drei Sätze zu sagen. Ich erinnere mich noch wirklich, Mortal Kombat war damals, kurz nach Release wurde es initiiert. Du hast es nicht im Laden bekommen. Du konntest nicht irgendwie im Laden gehen und das Spiel kaufen. Du hast es nur für eine ganz kurze Zeit über Bestellshops, also heute würde man Online-Händler sagen und wie die damals hießen, Play, irgendwas, tralala, bekommen. Ich habe meine Mutter bekniet, dass ich dieses Scheißspiel zu Weihnachten bekommen habe und ich habe es dann bekommen und wir das haben das... Zeitfenster war so. Das war so, ja, dass du das wirklich bestellen konntest, weil danach ist es halt auf dem Index gelandet. Und ich hatte das und wir haben das totgesuchtet. Boah. Es war so abartig geil. Ich glaube, jeder... Da ist es, ich habe es noch hier. Das ist das originale Modul, was wir damals gespielt haben. Genau, richtig. Und das haben wir tot gespielt. Das haben wir tot gespielt und für mich einfach eine Legende im Prügelspielbereich. Für mich das beste Prügelspiel. Deswegen, wie kommt es, dass das da landet und nicht höher? Ja, Prügelspiele halt. Das ist schon für ein Prügelspiel, ist es das. Was ist denn? Nonplusultra. Hab das. Ja. Hab das. Ja, ja. Haben wir es. 41? 31. Meine ich doch. Ja. 32. 31. Platz 31 ist mein, so viel kann ich spoilern, mein höchst geranktes Indie-Game und ich liebe es abgöttisch und bald kommt der nächste Ableger raus und ich werde wieder ausrasten. Und zwar geht es um Super Meat Boy. Ah. Oh, es ist gut! Boah, Super Meat Boy, ich habe so viele Stunden darin versenkt. Ich hätte jetzt Binding of Isaac. Ich habe so viele Stunden da reingehauen und so viel versucht und ich habe alles durchgezockt. Und mein Gott, wenn man dann wirklich am Ende das Level schafft, dann sieht man, das ist der geilste an diesem Spiel. Also für die, die es nicht kennen, es ist ein Plattformer. Höchste Ultra Schwierigkeit, hart, die ihr euch vorstellen könnt. Ultra hart. Und am Ende, wenn ihr das Level geschafft habt, seht ihr alle eure Versuche gleichzeitig auf dem Bildschirm. Und wenn man manchmal 200, 300, 400 Versuche, dann sieht man einfach diese 400 Fleischklöpse über den Bildschirm springen. Und irgendwann ist nur noch ein einziger über, der es dann geschafft hat. Wow. Super Meat Boy. Bald kommt Super Meat Boy Forever raus. Und dann gibt es nämlich eine Neuigkeit, und zwar laufen auch Gegner auf der Karte rum und Super Meat Boy kann boxen. Und die Gegner fliegen dann und zerplatzen und es sieht einfach geil aus. Ich muss dazu sagen, es gibt kein System, auf dem Super Meat Boy rauskommt, auf dem ich es mir nicht kaufe. Ja. Wenn ich das System habe. Ja. Super Meat Boy. Das Spiel ist und das Geilste ist, es kommt für die Switch raus, man kann es unterwegs zocken. Die habe ich noch nicht, aber wenn ich so hole, hole ich Super Meat Boy dafür. Okay. Holt es euch. Mein Platz, geil. 31. Sehr geil. 31 ist bei mir das letzte Mal, also ich will das nicht in Betonmeißeln, aber ich glaube, es ist das letzte Mal, dass wir ganz weit zurückgehen. 31 ist bei mir ein Spiel, das vieles begonnen hat, und zwar Pac-Man! Danke! Ach, okay. Es ist Pac-Man. Es ist Pac-Man. Es ist Pac-Man, und zwar über The Last of Us. Program and Control. Ben, hast du das geguckt? Ja. Okay. Sorry, Patrick, tut mir leid für dich. Pac-Man ist so unfassbar zeitlos, dass es diese hohe Platzierung verdient. Ja, ist geil. Für mich. Ich setze mich heute noch an mein NES mit meinem NES Advantage, das ist dieser Arcade-Stick, um Pac-Man zu zocken. Natürlich brauchst du nicht mal den Knopf. Da gab es schon zwei, ne? Du brauchst keinen von den beiden. Du brauchst nur den Arcade-Stick, um dich zu bewegen. Ich zock Pac-Man, wenn ich im Flugzeug sitze. Ich zock Pac-Man auf meinen Handhelds. Ich zock Pac-Man sonst wo. Und es ist einfach so perfekt programmiert, kompetitiv, es ist zeitlos, Punkt. Ja. Pac-Man hat es verdient, über Far Cry 3 oder The Last of Us zu stehen, weil Pac-Man heute immer noch packt und das nach all den Jahren. Ja, ich weiß, dass du das anders siehst. Legitim, legitim. Ja. Aber es ist Pac-Man. Naja, okay, gut. Dann sind wir durch für diese Folge. Das waren die Plätze, was? Auf jeden Fall bis 30. Bis 31. Hoffentlich ist der Ton da. Ja, hoffentlich ist der Ton da. Wir hatten nämlich beim letzten Video einen kleinen Fauxpas. Egal. Check. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.